Nein, ich packe meinen Lieblingskopf. Ah, ich packe meinen Lieblingskopf. Okay, gut. So, wer von euch war denn jemals gut in Memory? Wer hat sich Sachen gut gemerkt? Von euch. Es geht nämlich um. Was habe ich hier? Eine Kappe, ein Mauspad und MXGP2 für den PC. Wer ist PC-Spieler? Okay. Wer möchte das haben? Und jetzt habe ich schon wieder eine E-Sports-Legende gefunden. Der einzigartige Viva Alex von OutBBO. Und dieser geile Mann hat sogar eine Kamera mit. Gott, was ist denn hier los? Also, jetzt haben wir hier den OutBBO Viva Alex, ein ehemaliger E-Sportler oder noch E-Sportler. Also, aktuell aktiv nicht, aber ich kann es natürlich nicht lassen und bewege mich nach wie vor in der Szene. Bin aber vom aktiven E-Sport-Bereich in den Casting-Bereich gegangen, in den Organisationsbereich, Veranstaltungsbereich. Und irgendwann kommt man natürlich auch in das Alter, da fehlt einem die Zeit, aber man kann einfach nicht loslassen und muss einfach immer mitten in der Szene sein. Sehr schön, ja. Ich habe ja auch vor 5 Jahren aufgehört hier auf der Game City und da war ja auch der liebe Alex dabei und viele andere E-Sportler. Ich muss sagen, es wird immer geiler, die Game City, und schön, dass du da bei der ganzen Organisation dabei bist. Und was stellst du da alles so vor? Ja, im Großen und Ganzen ist es so, also ich habe gestern beispielsweise den ganzen Tag gecastet, da gab es ja die Austrian PlayStation League in Call of Duty und die habe ich mit der Miss Madhead gecastet auf Streaming XP. Heute habe ich einen Bühnenauftritt, hatte ich gerade für Astro und Gunner, für die Headsets und die Gaming-Brillen und danach im Interview ganz kurz im Stream. Und den restlichen Tag, da werde ich mir die Zeit nehmen und selbst mit meiner Cam durch die Game City laufen, um ein paar Impressionen aufzuschnappen und natürlich aktiv im E-Sport-Bereich hier bei den Finalspielen in Dota, in LoL, in Street Fighter und Free-for-All-Finale beispielsweise in Call of Duty ist auch morgen und da spiele ich sogar mit. Wir kennen uns jetzt schon, glaube ich, gute 8 Jahre, würde ich sagen. Und zusammen in einem Team gespielt, erfolgreich gewesen und jetzt sind wir beide YouTuber und der Alex natürlich noch immer irgendwie organisatorisch beim ganzen Computerspielen tätig. Ja, ich sag danke, ich wünsche dir viel Spaß, Alex, und ja, wir sehen uns wieder. Ja, ich sag danke, habe mich wirklich gefreut, dich alljährlich hier wieder zu sehen. Danke. Ja, ich bin nicht nur allein auf der Game City, die was filmen, und zwar da haben wir noch einen gefunden, der was filmt. Hallo, wer bist du? Hallo, ich bin der Samuel. Hallo. Samuel-AC. Wunderbar. Was filmst du so? Vlogs und streame auch oft auf Twitch und ja, also größtenteils Vlogs. Richtig geil. Ich sehe, wir haben das gleiche Stativ. Das ist sehr schön. Ja, ist sehr, also sehr gut zum Verbiegen und alles. Also. Okay, dann wünsche ich noch viel Spaß mit deiner Begleitung. Hallo. Und ja, vielleicht sehen wir uns dann noch. Tschüss. So, jetzt bin ich am Nintendo-Stand Game City 2016 und ich habe neben mir Hans-Peter Glock, PR- und Event-Koordinator von Nintendo Österreich. Hallo erstmal. Servus, hallo. Und jetzt habe ich ein paar Fragen an dich. Ist richtig ein erfolgreiches Jahr für Nintendo und es kommen ja richtig geile Highlights. Also da kommt ja mal Pokémon, Mond und Sonne und dann haben wir noch diverseste Mario-Spiele, was ist noch rausgekommen, ein Mario Party-Spiel. Und wie sind die Erwartungen fürs Weihnachtsgeschäft von euch? Also wir haben einige tolle Spiele, wie du schon angemerkt hast, wir haben Paper Mario Color Splash und Mario Party Star Rush, das am 7. Oktober in den Handel kommt. Und dann im November wird es spannend. Zuerst kommt am 11.11. die Nintendo Classic Mini NES-Konsole und dann am 23. November kommt auch noch Pokémon Sonne und Mond. Also fürs Weihnachtsgeschäft gibt es einiges für die Fans. Ja, auf den Nintendo Classic Mini freue ich mich besonders, weil ich bin ein Kind der 80er und ich habe schon den ersten Nintendo gespielt und ich hoffe, und das ist gleich meine weitere Frage an dich, wird es einen Super Nintendo Classic Mini geben? Davon weiß ich jetzt noch nichts, aber erstmal kommt halt der Nintendo Classic Mini NES raus mit 30 vorinstallierten Spielen, einem Controller, das heißt anstöpseln, loslegen, Spaß haben. Ich glaube, da haben wir so den ersten 80er Jahre Flash und wird wirklich lange Zeit damit beschäftigt sein. Also nach Pokémon Go, was jetzt im Sommer ja ein richtiger Hype war, würde ich sagen, könnte das vielleicht der nächste Hype werden für Weihnachten? Ich hoffe das. Also ich denke mal, viele Leute freuen sich auf das Gerät. Ich freue mich auch drauf. Ich wünsche mir das.
Wird es Erweiterungen geben, vielleicht mit SD-Karten-Slot gibt es ja keinen, irgendwelche andere Möglichkeiten, dass man sich weitere Spiele dann runterladen kann oder vielleicht sogar eine Version 2? Also bei dem Gerät sind 30 Spiele vorinstalliert, da gibt es keine Möglichkeit, das zu erweitern. Aber 30 Spiele sind schon eine Menge, also ist Super Mario Bros. 1 bis 3 dabei, The Legend of Zelda 1 und 2. Also ich glaube, da haben wir schon einiges zu tun. Und im Multiplayer-Spaß haben wir dann noch Bubble Bubble, das habe ich geliebt, das Spiel. Ist jetzt nicht von Nintendo, trotzdem ein super Spiel. Und wie gesagt, ja, die ganzen Mario-Teile, die gehören sowieso drauf und auf die freue ich mich auch sehr. Genau, ja, und Dr. Mario kann man ja auch zu zweit spielen. Das macht auch eine Menge Fun, also da kann man spielen, bis der Arzt kommt. Und gibt es schon einen offiziellen Preis für Österreich für den Nintendo Classic Mini? Zum Preis kann ich nichts sagen, da ist am besten, wenn man Handel schaut, wo es ihn gibt, was er dann kosten wird. Und am 11.11. ist es endlich soweit. Genau, da beginnt nicht nur der Fasching, da kommt auch das Nintendo Classic Mini NES in den Handel. Da wird eher Nintendo Classic Mini gefeiert, bevor wir den Fasching einläuten. Also ich feiere beides, ich verkleide mich total hübsch und schön und dann spiele ich auf dem Nintendo Classic Mini NES. So, das war jetzt Hans-Peter Glock von Nintendo Österreich. Ich sage danke für das tolle Interview und einen schönen und erfolgreichen Game City für euch noch. Vielen Dank. Ich wünsche dir auch noch viel Spaß auf der Game City und spiele unsere Spiele hier noch mächtig an. Also ich lasse dich da jetzt gar nicht weg. Ein paar Stunden musst du schon noch hier zubringen. Wird gemacht. Dankeschön. Das war jetzt mit der Game City 2016 in Wien im Rathaus. Ja, alle Jahre wieder wunderschöne Game City. Und mein absolutes Highlight war Nintendo Classic Mini. Auf den freue ich mich auch schon sehr. Und der kommt am 11.11. raus. Ja, ein bisschen enttäuscht war ich, dass Xbox nicht da war. Aber ja, kann sich vielleicht jeder sein eigenes Bild machen, warum die nicht hier waren. Ja, auf deiner Seite drüben die letzte Game City von 2015. Verlinke ich auf deiner Seite. Über ein Däumchen nach oben würde ich mich sehr freuen. Was sagt ihr zur Game City 2016? Schreibt es was unten in die Kommentare, lasst uns ein bisschen drüber quatschen. Ich sage danke fürs Zuschauen und darum bis zum nächsten Mal YouTube. Ciao, Baba.